Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Ich bin der Danny, spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir befinden uns auf der Strecke München-Augsburg und spotten gerade so ein bisschen hier, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, wie hier gerade ein ICE3 in den Münchner Hauptbahnhof einfährt. Weil unsere Aufgabe heute besteht darin, einen defekten IC-Zug in Form von 101 und IC1 ins BW zu schleppen, weil die leider einen Defekt hat und nicht mehr in der Lage ist, selber ins BW zu fahren. Und die seht, die ist auch abgerüstet, also die hat auch keine Möglichkeit mehr, hier selbstständig ins BW zu fahren. Die Fahrgäste sind bereits ausgestiegen. Wir haben eine Doppeltraktion 218 dran gehangen, die ist hier hingeeilt aus der Abstellung und hat sich hier an den IC gehangen, mit ihm verbunden. Und unsere Aufgabe wird heute sein, diesen Zug sicher ins BW zu fahren, damit er dort gewartet wird, mitsamt den Intercity-Wagen. Wobei, wir könnten ja eigentlich auch, nein, wir nehmen den ganzen Zug mit, genau. Ich habe mir gedacht, wir nehmen heute mal zwei ganz besonders schöne Repaints. Einmal die, diese wunderschöne weinrot lackierte Version V169001 219001-5. Rolands ist das, von Roland kommt das, Repaint aus dem Creators Club. Und einmal hier die DB 218-105-05. Beziehungsweise 218-105-5 und wir machen neuer Dampf EFZ, 50 Jahre EFZ 1973 bis 2023. Ich würde sagen, wir machen noch ein schickes Foto von dieser wirklich wunderschönen Farbgebung NESA. Und dann würde ich sagen, sind wir fast so weit abzufahren, müssen uns noch eine Route ins BW legen. Wir werden wahrscheinlich sowieso den ICE3 abwarten müssen, bis der dort vorne den Weg frei macht und dann können wir ja aber schon mal die Maschinen starten, damit wir ja auch gleich pünktlich wegkommen. Ich würde sagen, wir steigen ein, schließen die Tür, schließen auch die Maschinentür, setzen uns auf unseren Sitz, den wir hier natürlich noch richtig machen müssen. Genau, dann können wir hier schon mal die Motoren starten. Zwei. Dürfte jetzt auch angesprungen sein. Wunderbar. So, beide Maschinen laufen, dann heißt, der Weg ist auch frei. Wir können uns doch eigentlich auch eine Route ins BW legen jetzt. Ich hoffe, das klappt soweit. So, das BW ist hier oder hier oben? Da würde ich doch Platz sagen. Fahren wir bis hier hinten hin, da haben wir mehr Platz. Genau, fahren wir bis hier vorne. Ruhig bis zum Ende. Wir haben grün, das sieht doch sehr schön aus. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir hier wegkommen. Das ist soweit. Genau, dann dürften wir eigentlich losfahren können. Schauen uns das Ganze mal von draußen an, würde ich sagen. Bremsen sind gelöst. Wir kommen vorwärts, das sieht doch schon mal gut aus. Ein bisschen weiter aufschalten. Wir fahren ohne Sicherungssysteme, weil wir hier am Rangieren sind. Was ein geiles Bild. Was ein geiles Bild. So, ein bisschen mehr Leistung.
mal, läuft die zweite Lok gar nicht? Moment mal. Sieht mir fast so aus, als ob die gar nicht läuft. Mal kurz überprüfen. Das wäre ja natürlich jetzt blöd, dass die nicht laufen würde. Normalerweise ist doch vorhin angesprochen. Müsste man normalerweise hören, wenn man drin steht. Läuft doch. Wir machen das mal kurz, überprüfen das kurz. Läuft, also. Naja, dann weiß ich es auch nicht. Sie läuft auf jeden Fall. Ich glaube, das hört man ziemlich deutlich jetzt. Qualmt auch, also. Hat mich nur für den Wunder, weil da kam kein Qualm raus beim Losfahren. Und irgendwie auch kein Sound. Deswegen hat mich das ein bisschen gewundert. Aber anscheinend mich da vertan oder sie läuft jetzt erst, ich weiß es nicht. So, wir lösen die Bremsen. Dann schauen wir uns das einfach nochmal an, würde ich sagen. Ah, doch, doch, da kommt was raus. Wunderbar. Wunderbar. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Es funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr viel wert. So, mehr als 40 sollen wir auch gar nicht. Das ist die Waschstraße. Da, genau.
Wunderschön. Wunderschön. Ein Traum, ein wunderbarer Traum. Ach, jetzt fahren wir wieder durch die Zoom-Tore. Ach Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Wir fahren wieder durch die Zoom-Tore. Oh Gott, dieses Spiel ist so geil real. Zack, ach, es ist wunderbar. Es ist einfach traumhaft. Ja, was ist das denn jetzt? Jetzt sind wir im Maschinenraum. Ich fasse es nicht. Herzlich willkommen im leeren IC-Wagen. Es ist einfach geil. Es dürfte der letzte sein, wenn ihr da hinten mal schaut. Einfach ein Traum. Dieses Spiel ist so geil. So, so langsam kommen wir dann hier an, ans BW. Einfach traumhaft, dass das so funktioniert. Wunderbar. So, da haben wir das geschafft. Die ganze Länge ausnutzen. Weil das eigentlich schon weit genug ist, würde ich sagen.
So, ich denke, das reicht. Dann können wir die Route hier auch entfernen. Erstmal, dann machen wir folgendes: die Motoren erstmal aus. So, koppeln wir das Ganze ab. Das läuft ja aber noch. Jetzt ist er aus. So. Ja, Gottes Willen. Sollte die Bremsen auch angezogen lassen. Das wäre vielleicht eine Idee bei 0,5% Gefälle. Gottes Willen. Schwerer Fehler, schwerer Fehler. Darf nicht passieren. Nee, wir machen folgendes. Wir gehen erstmal hier hoch, ziehen hier die Bremse an. Sonst haben wir nämlich hier gleich das nächste Problem. Genau. Ziehen hier erstmal auch die Bremsen an. Nee, den lassen wir. Genau. So. Eingeleitet. So. So, jetzt können wir noch abkoppeln. So, müssen wir die Loks wieder wegbringen. So, dann machen wir folgendes. Kommen wir jetzt hier nicht weiter.
das jetzt verstehen? Also bitte. So. Obwohl, bis da vorne reicht es eigentlich auch, um hier auf die Weiche zu kommen. So. Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich rückwärts rollen, habe ich mir gedacht. Da wollen wir es machen. Erst die Route legen. Und zwar. Wenn wir die durch die Waschstraße fahren, wäre das möglich. Bis hier. Wäre das möglich? Ich will Bremsen lösen. Warum will er denn da durch? Das verstehe ich nicht. Das kapiere ich nicht, sorry. Das ist doch jetzt blöd.
Das ist jetzt nicht das, was ich wollte, absolut nicht. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das geht natürlich nicht. Wir sind hier. Ich soll es irgendwie anders regeln. So, da wir die Speichen ja nicht selber legen können, müssen wir die Route neu legen. Wir nämlich dann hier rumfahren, politischen Wegpunkt legen. Das ist natürlich nicht möglich. Ist das hier möglich? Ist auch nicht möglich. Ach, das ist jetzt, da muss was anders. Wir sind hier. Aber hier rumfahren, oder? Auch nicht. Aber hier vielleicht unten herum. Ist auch nicht möglich. Boah, ey. Können nur hier oben rum, das gibt's ja gar nicht. Boah, was ist denn jetzt hier, Wache, ey? Scheint nicht zu funktionieren, so wie ich das vorhabe. Es ist eh vorbei. Das rote Signal nicht geachtet. Ah, egal. Auf jeden Fall war das jetzt nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte eigentlich die 218 nochmal waschen, aber das hat anscheinend nicht funktioniert. Wegstreckenmäßig. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Wäre schön, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr Feedback da lasst. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben auf jeden Fall da. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche. Passt auf euch auf. Einen schönen Montag. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.